Informationen von Okada waren sehr wertvoll. Und ich habe auch etwas in Erfahrung gebracht. Wir müssen uns treffen. Wo diesmal? Müllverbrennungsanlage? Verlassene Endcard-Station? Im Süden von Japantown. Da gibt's einen Straßenmarkt. Auf einer Brücke über der Hauptstraße. Benutze den Fahrstuhl, da verläuft man sich leicht. Ich bin schon unterwegs. Lass mich nicht warten. Wann kommt die nächste Lieferung? Die Garnelen sind echt ekelhaft. Was hättest du sie wieder an? Das hier ist Kabuki, nicht North Oak. Das weiß ich. Der Gast ist im Rücken. Aber sonst kaufe ich nicht. Und Nomaden sind angeblich. Na gut. Wie geht's so? Kennst du die? Hey, ich kenn dich. Du bist doch dieser aufsteigende Fixergehilfe. Ich tu, was ich kann. Diese Frau ist manchmal etwas rücksichtslos. Aber sie ist kein schlechter Mensch, okay? Rippern gegenüber anscheinend nicht. Mach dir um mein Geschäft keine Gedanken. Sie ist im Motel gleich gegenüber. Zweite Etage. Sie hat ein gutes Herz. Du bist halb Mensch, halb Megablock. Ripper haben selten organische Körper. Vor allem nicht solche. Die meisten verstehen nicht, dass das Hirn besser mit echter statt synthetischer Muskulatur funktioniert. Selbst wenn du nur eine Hand ersetzt, büßt du schon Konzentration und Wohlsein ein. Cyberware macht mehr Ärger, als dass sie hilft. Kein gutes Marketing für einen Ripper, Doc. Stimmt, aber Chromer wie dich hält das nicht auf. Suche nach neuem Chrom. Na dann, da bist du hier richtig.
Schritt näher. Wer steckt hinter dem Job? Ich brauche einen Namen. Ich kann dir sagen, wer den Job durchführt. Versuch's ruhig. Scheißschritt näher! Wer steckt hinter dem Job? Ich brauche einen Namen. Anna, vergiss diese Ermittlung. Glaub mir, ist gesünder. Ist das eine Drohung? Du bist es schließlich, der eine Knarre auf den Kopf gerichtet hat. Ganz ruhig, ruhig. Ich will dir helfen. Helfen? Ist dein Stimmenimplantat im Arsch? Das heißt einschüchtern. Vergiss die ganze Sache einfach. Du legst dich wirklich mit den Falschen an. Aha. Mit wem genau? Wer sind die? Deine Kollegen wollen dich loswerden. Diese Bastarde. Ich wusste es. Robert Kowalski und Bill Adams. Hurensöhne. Scheiß drauf. Das ist es nicht wert. Ja. Okay. Ich lass mich nicht von so einen Wichsern umbringen. Ich scheiß auf die, den Job und diese Stadt. Und? Was machst du jetzt, Anna? Sind wir neuerdings befreundet? Kann dir doch egal sein. Ich lass die Ermittlung sein. Punkt. Und du verpiss dich, Söldner. Ja? Was passiert? Du bist echt überzeugend, hm? Das freut mich sehr. Auftrag erledigt.